Hey, ja, hier ist der Snuppen. Willkommen zurück zu Let's Play Together Dead by Daylight. Diesmal mit mir und nicht nur mit mir, sondern ich habe mir wieder Verstärkung geholt und zwar den Sir Dragon. Servus. Ja, genau, wir machen heute mal so eine Runde zu zweit. Nicht mit den üblichen Verdächtigen, sondern mit neuen Leuten, also dir in dem Fall. Und ja. Ich überlege gerade, welchen Charakter ich übernehme. Ich habe beim letzten Mal ja, für alle, die es bei mir verfolgt haben, Mac Thomas auf Stufe 10 gebracht. Für den dritten Talentslot. Wir überlegen, ob wir ja weiterspielen mit ihr oder ich mal wechsel. Aber ich glaube, wir machen mal mit unseren Stufe 3 Sachen da. Habe ich alles eingestellt, ja. Du willst hier Claudette Morel spielen? Ja, das Gute ist ja, Sir Dragon hat auch noch nicht so viel gespielt. Ist also genauso ahnungslos wie ich. Also gemeinsam sterben war wahrscheinlich. Ey, möge das Überleben beginnen. So, ja, eigentlich. Ich bin wohl bereit, ja. Wir können mal loslegen. Mal sehen. So ahnungslos bin ich nicht. Ich, trotz 30 Matches, hab ja alleine noch nichts auf Reihe gekriegt. Deswegen, ich bin noch ahnungslos. Naja, mal sehen. Wollen wir die mal zu zweit mal losziehen hier, mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Hab ich alles gemacht. Ist das ein Jeff Johansson? Da kommt noch jemand. Noch eine Mac Thomas. Sieht ja genauso aus wie ich wahrscheinlich. Ja, ja, so ist das. Ihr seid schöne Schwestern. Ja, Zwillingsschwestern. So, tragen so das Gleiche. Sollte man eigentlich gar nicht machen. Ach, nee, sie hat Medizinkoffer dabei. Ich habe ja kaum was. Das ist das Problem. Ich habe ja kaum was an Items, Ich sammle entweder, wir kriegen keine zusammen durch das Blutnetz oder ich finde nie welche, weil ich eh immer sterbe. Naja, mal sehen, was jetzt diesmal passiert. Du bist der Stärkung, wer bin ich nicht der Erste, der stirbt, sondern lock ihn dann zu dir. Lockst den Killer schön in meine Richtung. Ja, bin ich mal der Erste, Dumme, ne? Das ist der Punkt. Naja, mal sehen. Die Dummen sterben meistens eigentlich zuletzt, oder was? Naja, ich weiß nicht. So dumm wie ich gestorben bin, ey. In der vorletzten Folge habe ich mich total drüber aufgeregt. Da habe ich hier aus der Haut gefahren, ey. Weil mich das echt aufregt hat, wie dumm ich bin. Ist geil, wenn die Killer dumm sind und die Überlebenden auch genauso wenig. Ja. Dann ist es eine geile Runde. Das hatte ich in dem einen Match, glaube ich, auch mal. Da fühlte ich auch eigentlich. Waren alle dumm, ey. Und ich war noch der Dümmste. Ja, dann drei sind die weggekommen und ich nicht. Ich wollte noch jemanden retten, aber den brauchte ich ja nicht mehr. Und dann war ich tot. Dankeschön. Naja. Also, naja. Gegen wen glaubst du, spielen wir? Ach, keine Ahnung. Freddy. Ach, keine Ahnung. Gestörten Abteilung, ach Gott. Nur immer eine Karte, die ich mal kenne, aber das hier hat mir bis auch nicht geholfen. Ich war auf unbekannten Karten genauso schlecht wie auf bekannten Karten. Ah, ich werde es ja sehen. Problem ist, immer wenn ich den Killer sehe, bin ich so tot. Das ist das Problem. Also immer wenn ich ihn erstmal sehe, bin ich meistens schon erledigt. Also ich habe ihn schon gesehen und lebe noch. Ja, und was ist das? Also ich habe nur die Silhouette erkannt, also es ist kein unsichtbares, wie ich gesehen habe. Ja, das ist so ganz fies. Es ist kein unsichtbarer. Ja, das wäre ja ganz fies, sag ich. Es ist auch nicht der Geist wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, der ist ja unsichtbar. Da vorne ist. Also, irgendjemand hat schon erwischt. Ja, ich war es zum Glück nicht. Ich auch nicht. Mann, das ist gar kein Generator. Okay. Es gibt so verräterische Fallenentschärfer. Also, es ist irgendeiner, der dir was aufsetzen kann. Aha. Wo sind diese Generatoren? Einen habe ich mal gesehen, da hinten, aber. Ich
bin an diesem Fallenteil schon vorbeigelaufen. Ich suche gerade diese Generatoren viel mehr. Da vorne läuft. Ach, da glaube ich, da vorne repariert schon jemand. Kann das sein? Bist du das? Ne, die Ich andere bin auch Mac-Tom irgendwie auf. ist. Ich bin gerade auch irgendwie auf der Suche nach Generatoren. Gut, die hat das Ding So. gemacht. Ich habe das zweite Ding gefunden. Die Ah, erste der. hängt schon. Ja, er flut ein bisschen herum. Naja, das Wichtige ist ja für mich mal zu überleben. Jetzt bist du für 10, damit ich. Ach, was will er dich nun befreien? Jetzt ernsthaft will er dich nun befreien? Das gibt's ja nicht. Also ich gehe gerade hin zum Befreien. Ja, aber der glaubt, will sich selber befreien, glaube ich. Naja, gut, wenn du hingehst, brauch ich nicht hingehen. Mache ich mir ein paar Punkte. Habe ich ja nötig. Krieg ja nichts zusammen, ey, in diesem Spiel. Ach, du, bist du das? Ich sehe da ein Mädchen, die am Totenkopf rumfuscht. Ja, ich dachte, du bist das schon, ey, dachte ich. Das bist ja, ich bin das, ja klar. Hallo. Ah. Oh. Damit er gleich schön hierher kommt, ich weiß, ich so Idiot. Also, gehst du den befreien? Ich mache ein Ja. bisschen Generator. Ja, ich befreie ihn jetzt. Hab ich noch gar. Oh. Ach, das ist das Schweinchen. Was kommt zu dir? Okay, hallo Schweinchen. Oink, oink, oink. Vorsicht. Na, ich laufe nicht in eure Richtung. Ist ein bisschen zu laut. Ach, muss ich auch befreien. Oh. Sieh das? Nee, kann ja nicht sein. Hätte ich auch gehört, wie das wäre. Ist sie noch da? Ich höre Ich den sehe Herz. sie nicht. Ich höre den Herzschlag, aber. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt. Du wurdest gerade befreit. Du wurdest gerade befreit, Danke. das sehe ich. Warst du das nicht oder warst du die Nein, Zwillingsschwester? das war die Zwillingsschwester. Okay, wenn du Erste Hilfe machen willst, mach Erste Hilfe. Ich bin ja noch fit. Der wurde jetzt rausgegangen. Na gut, der war sowieso so nett, sich so versucht zu befreien, dass er eh gestorben wäre, wenn er am Haken ist. Idiot. So dumm bin ich ja nicht. Also, Schwein hat gerade deine Zwillingsschwester erwischt. Ja. Gut, solange ich jetzt nicht bin, ist mir das egal, ehrlich gesagt. Da hinten. Kommt, glaube ich, in deine Richtung. Aber sind wir vielleicht die Einzigen, die übrig bleiben? Also der andere lag gerade. Ja, der. Jetzt hängt Ich. er. Ich habe einen Blick, also sie will zu mir Ja. kommen. Yep. Soll ich befreien? Ja. Die ist gerade im Haus drin beim Generator. Ach, sie hat Medizinkasten, die will ich selber befreien, die will ich selber heilen, okay. Dann mach das. Ah, ich mein, lebe ich eine Weile. Sagt, der Flo hat sich selber umgebracht, eigentlich. Und tschüss. Bei dir, ist bei dir jetzt. Ich habe nie eine Ahnung, wie ich vernünftig entkommen kann, ist das Problem. Oh, das Ich ging nicht auch nicht. gut. Oh, Zerfleischer, Blutung. Das ist nett, was sie hat.
Bin ich gleich der nächste wahrscheinlich. Ich bin in einer. Also, Nähe. Ich muss jetzt schon kämpfen, also mich kann man. Sollte man zügig holen? Ja, ich kann mich nur nicht. Darf mich nur nicht zu sehr beeilen. Der Einzige, der hier überlebt, oder was? Oh, ich bin da. Ach, die Spider-Man ist nun da. Okay. So, einmal weg, einmal weg. Erstmal weg. Also wenn ich jetzt das dritte Mal hängen bin, ich... Ja, ich weiß. Oh oh. Wo denn? Hat mich gesehen! Scheiße! Lauf nicht in meine Richtung. Wo bist du denn? Ich weiß nicht mal. Scheiße. Ich kann nicht weg hier. Ich bin so entkommen. Du bist kurz. Nur kurz. Ich hätte doch weiter wegkommen, in eine andere Richtung gehen müssen. Ja, wäre ich hier an dem Haken aufgehängt, natürlich direkt verhurt. Ja klar, kann ich mich nicht ausfinden. Renn wieder ins Haus. Du hängst ja wirklich am... Ich hänge auch direkt am Haus, ich weiß, ja. Ist jetzt im Haus. Holt sich jetzt gerade ran. Holt sich gerade den Astaboss. Obwohl, jetzt greift niemand an, aber ist keine Ahnung. Ja, jetzt nimmt er gerade auf. Jetzt muss ich mich hier wegholen, ey, dringend. Dann weg hier. Bist du entkommen? Ja, ich glaube, denke mal schon. So, auf der anderen Seite. Macht wieder die, eröffnet wieder die Jagd. So, wieder hinzukommen. Ich gehe hin, ne? Ich gehe. Brauchst du nicht mehr, ist schon tot. In die letzten. Und es sind noch 3 Generatoren. Ja, das ist ja nicht so angenehm. Okay, der im Haus wurde schon gemacht. Der läuft bereits. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind, die anderen drei. Also einen weiß ich, an einem bin ich gerade. Die Luke habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Für alle Fälle. Ich kann aber wieder überall sein, ey. Da klappert man meistens nicht drüber. Ach nee, ich glaube, die sieht man, glaube ich, erst, wenn... Obwohl doch, wenn nur 2 Überlebende sind, sieht man sie, glaube ich. Die hat dich wieder gesehen. Ja, oder? Ja, ich habe sie gerade 2-mal ge... Verdammter Mist, ey. Ich bin ganz woanders, glaube ich, aber... Ey, du blöde Kuh, schlag doch zu. Ja, der Generator ist schon da. Ich sehe ja hier, wo ich vorhin war, wo ich dich getroffen habe. Da kann man eine Truhe mal auch mal holen. Oh, ich hält. Da ist der nächste. Ach, fick dich! Ich hab die gerade so verarscht, dieses Schwein. Ich liege. Ja. Die ist zu dir auf dem Weg. Ja.
Ey, aber ich hab die gerade so geil verarscht. Ach, ich scheiße, ich bin gegen den Stein gelaufen. Na, scheiße. Ich hätte hier wegkommen können. Dir. Ja, ja, ich weiß, was hinter mir ist. Wenn du bei mir hier bist, da kannst du sie so geil verarschen. Ich bin hier, glaub, 4 oder 5 Mal gerade entkommen. Hä? Das war einfach so. Hat sie abgelassen von mir? Hat sie nicht. Oder sie kommt zu mir. Ja, 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 nee, sie hat sie mich wieder. Sie hat mich wieder im Visier. Wieso gibt's keine Bomben für mich? Ach, scheiße. Das schön, Rabi, dass du jetzt mich verrätst. Na, die geht doch da raus, du. Warum lässt du mich wieder runter? Ach, jetzt werden wir hier gefarmt, ey, glaub's ja nicht. Ach. Jetzt werden wir hier gefarmt. Nicht zu weg. Mir, nicht zu mir. Nee. Dein Ernst. Jetzt habe ich so ein komisches Kastel auf dem Kopf. Wenn sie mich jetzt hinhängt, bin ich tot, Debi. Ja, ich kann ihn aber nie retten. Ich habe auch so ein Ding auf dem Kopf. Ich, also kann, nicht, ich kann ihn ja nie retten. Ey, nicht dein Scheiß Ernst. Was soll das denn jetzt hier werden? Die trägt mich jetzt spazieren. Die trägt mich gerade schön spazieren. Ja, ich glaub, sie will nur farmen. Oder er. Er ist jedenfalls ein Kurva. Come on, ey. Du bist nur noch spazieren gegangen. Ja, ich werde immer noch Huckepack getragen. Kannst du dich nicht befreien? Mach mal ein paar Generatoren. Kannst du dich nicht befreien? Könnte ich, aber damit tue ich noch mehr Lebenszeit verschwenden. Und damit, jetzt hänge ich und jetzt bin ich tot. Okay, jetzt bin ich der letzte Überlebende, ja? Also was veranstalte ich jetzt hier? Wie komme ich hier weg? Am besten erstmal dein... Ich bleib erstmal hier in meinem Schrank. Guck und beobachte mal die Lage. Nee, du kannst jetzt eine Falltür finden, was Schönes. Ja, aber wo wäre die? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo ich die finden könnte. Versuch jetzt erstmal deinen Kopfschmuck zu verlieren. Wie mache ich das denn? Siehst du die weißen Teile auf der Karte? Ja. Da musst du hingehen, da steckst du deine Hand rein, da musst du wie bei den Generatoren dieses Tippen machen und dadurch verlierst du sie. Ja gut, aber ich habe jetzt noch dieses... Aber du kannst, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Solltest du, weil es ist scheiße, wenn du es nicht machst. Weil du hast dann auch noch die Krähen über dem Kopf, die verraten, wo du bist. Ja, ich merke. Ja. Du hast leider kein Selbstheal dabei. Deswegen spiele ich ja den anderen Charakter immer. Das ist mein Lieblingscharakter zum Selbstheilen. Würde mich auch finden. Würde mich finden, hat mich gefunden. Hat mich gefunden, leider. Na, super. Spring über das Fenster ran. Na. Jetzt haben wir hier verloren. Ach. So. Die wird dich jetzt liegen lassen, bestimmt. Ja. Wie super. Ach ja, wie toll. Das sind diese Assi-Killer. Wenn ihr hier sind, dann wisst ihr, wo jetzt die Falle ist. Die Falltür, könnt ihr da hin. Ja, jetzt hin.
Kann ich mir irgendwie da reinkrabbeln, aber ich weiß ja nicht, wo die ist, ey. Kann ja überall sein, kann ja auf der anderen Seite der Karte sein oder sonst was. Ich hab grad gesehen, dass noch einer DVD spielt. Ja, kann sein. Du hast ja auch die Falle, um den zu zerstören. Du hast ja auch die Falle, um den jetzt zu zerstören, wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr heraus, entsprechend. Ja. Hat ja die Falltür gefunden. Hier noch ein paar Punkte rausquetschen. Ach, Scheiße. Das war schlecht. Ach, das war eine doofe Idee. Aber ja. Hat nicht funktioniert. Was soll das? Lässt du mich hier laufen oder was? Die will warten, bis du offen hast und will dich dann abnieten. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ist immer noch zu. Ah, come on, ey. Das sind diese einfach Assi-Killer. Die gehen einem so auf die Nerven. Ja, ja. Ach Gott, come on, ey. Ist das doch lächerlich. Jetzt kann ich mich wieder hier befreien. Und komm so noch weg. Wow. Das? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Du hast einen Assi-Killer besiegt. Mit 120.000 Punkten, Davy. Ja. Was war das für eine Scheiße? Hattest du Spaß? Nee. Ich hab mal gewonnen, aber ich wollte eigentlich nie mal gewinnen, ehrlich gesagt. Nee. Da hat mich nur der Assi-Killer genervt. Ich hab mal gewonnen zur Abwechslung. Also hab so eine Errungenschaft freigeschaltet. Weil ich jetzt Mac mit allen dreien hatte, mit ihren Fähigkeiten. Aber was für ein Witz ist das denn? Ja, ich glaube, der hat mich immer irgendwie rausgelassen. Der hätte mich ja einfach aufhängen können. Was für ein Quatsch, ey. Auf einmal Chroma gespielt als Killer. Ja, genau, er ist selber so ein Assi-Killer hinterher, ne? Wenn er selber spielt. Nein, natürlich nichts an Chroma. Nichts gegen Chroma hier, ist ja hier öffentlich. Natürlich nichts gegen dich. Du fühlst dich angesprochen fühlen. Das, nee, das war jetzt nur ein Witz. Nichts gegen dich, war nur ein Spaß. Ja, war nur ein Spaß, genau. Letzte Nummer 1. Ja, warte, ich mach mal ein paar hier. Ein paar Zusatzsachen hier. Meine Blutpunkte mache ich immer hier. Ah, den krieg ich nicht mehr. Da hat die Entität zugeschlagen. Schade, naja. Ja, dich einladen, warte mal. Ging das jetzt? Achso, ja, genau. Zum Spiel einladen. Kam an? Ja, hoffe ich doch, ne? So, jetzt habe ich ja. Jetzt kann man mit Claudette Morel mal spielen. Mit ihren drei Fähigkeiten. Damit ich auch noch die Errungenschaft habe. Mach ein bisschen einen offensiven Hunter diesmal. Wo ist denn ihr dritter? Das ist ein botanisches Wissen, ne? Also ihre Fähigkeiten: Einfühlungsvermögen, botanisches Wissen und Selbstfürsorge, genau. Kannst du mich nochmal einladen? Nochmal. Ja, 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 warte mal. Ja. Komm her. Ach, wie geht das jetzt hier? Mitspieler. Nein. Mann, komm her. Lad einfach hier einladen hier. Hä? Hallo? Zum Spiel einladen. Ja, geht, so geht das. Mann, doof muss man sein.
Doofmann sein, ne. Macht das zu selten, deswegen habe ich keine Ahnung. Bitte übernimm diesmal die Lobby. Wow. Das ist gerade irgendwie abfuck. Geht nicht? Der übernimmt es. Übernimmt es gerade nicht. Und nochmal einladen? Was ist das? Tja. Weiß ich auch nicht. Du, keine Ahnung. Ja, Plattenpick und Pannung gehören natürlich auch dazu hier. Auch wenn es kein Livestream ist, ich krieg trotzdem alles ungekürzt mit, wie immer. Auch wieder noch eine. Ich noch mal ein. Ja, ich krieg ja nicht meine Benachrichtigung drüber. Also, ich krieg zwar die Benachrichtigung hier, hat sie eingeladen, aber ich kann nichts beitreten. Das ist doch gerade ein schlechter Scherz. Also, du kannst bei mir auch nicht beitreten. Du hast auch nicht so ein hier zum Beitreten-Dingens-Knopf. Doch, hab ich. Aber geht nicht. Aber jedes Mal, wenn ich draufklicke, ich bin im Hauptmenü. Also weder im Überleben mit Freunden, sonst doch was. Ich bin einfach drin und dann müsstest du mich ja eigentlich in deine Lobby reinziehen. Ja, dann mache ich das nochmal. So, habe ich hier nochmal eine neue Lobby erstellt. Gebi hat dich zum Spiel eingeladen. Spiel starten. Fehler beim Lobbybeitritt. Okay. Ja. Mir das sagt jetzt... er die ganze Zeit, dass ich eine Lobby suche. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ich weiß jetzt so, bis es funktioniert. Hat doch immer auch geklappt. Nö, Fehler beim Lobbybeitritt. Während du nach einer Party suchst. Ja, bist du selbst irgendwie im Überleben mit Freunden drin? Nee. Hast du immer eine Lobby erstellt? Oder was? Nein, ich bin ganz normal im Hauptmenü. Ich könnte jetzt also, auswählen, Hilfe Tutorials, Überleben ja, mit Freunden. Ja, okay, ich verstehe. Oh, töte deine Freunde. Ja, ganz super. Hab ich auch noch nicht gemacht, als Killer zu spielen bisher, außer im Tutorial. Ich bin jetzt nochmal in die Lobby reingegangen, hab die jetzt nochmal verlassen. Fragt jetzt nochmal nach einer. Wann geht das bei dir denn nicht? Bei anderen Leuten klappt es ja auch. Eben hat es ja auch geklappt. Ja, gerade eben hat es auch geklappt. Schick nochmal, ich krieg grad die Krise. Ich könnte gerade richtig laut Korva schreien. Wählen Sie Freunde zum Einladen. Während du nach einer Party suchst, kannst du keiner Lobby beitreten. Ich suche aber nicht. Das ist ja komisch. Willst du Lobby verlassen? Ja, will ich. Weil Lobby mal verlassen. Mal gucken. Ich beende mal schnell das Spiel. Ja, mach das mal. Und den Sound habe ich immer. Ah, Plattenpick und Pannen gibt's hier natürlich auch. Wir sind vom Pannen und Fails nicht gewahrt. Nee. Aber so kann's gehen. Komm, haben wir jemanden dabei, habe ich gewonnen, ne? Wenn auch für einen die Ablenkung, wird man getötet. Wenn auch ganz seltsam, ja. Eigentlich hätte sie mich ja töten müssen, aber... Naja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich zeige mir auch irgendwann wieder... Ja, oder? Du musst das Spiel beenden und durch, Mulla, und ich lade dich mal so ein, wenn du außerhalb des Spiels bist. Ich weiß auch nicht. Nein, ich hab grad das Spiel resettet, also... Geh grad wieder rein ins Game. Okay.
Spiel übertragen zum Gameboy. Sag, wo kann ich die einladen? Wo kann ich sie einladen eigentlich? Ja, ich hab's sogar schon gehört, aber gerade hat sich's aufgehört. Ach, da können wir mal gucken, diese Talente hier. Selbstfürsorge, okay. Einfühlung, Einfühlungsvermögen und botanisches Wissen. Ah, da bist du ja wieder.